Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Spiel um Platz 3. Heute zwischen Fribourg-Gotteron und dem SC Bern. Beide Teams haben den Sprung ins Finale leider nicht geschafft. Und somit sehen wir ein schweizerisches Spiel um Platz 3. Es ist auf jeden Fall klar, ein Schweizer wird Dritter und ein Schweizer wird Vierter. Ebenso ist klar, dass ein deutsches Team diese Champions Hockey League gewinnt und ein deutsches Team Zweiter wird. Hervorragende Leistung der deutschen Teams, aber heute erstmal der Fokus auf den beiden Schweizern, Marco Bura und der SC Bern. Und auf der anderen Seite haben wir Christopher Lui und seine Mannschaft aus Fribourg-Gotteron. Wer wird sich hier Bronze abholen bei diesem Spiel? Das werden wir in den nächsten 60 Minuten, wenn es nach regulärer Spielzeit entschieden wird, erfahren. Jetzt erstmal der SC Bern, der ist natürlich schwer enttäuscht gewesen nach dieser 0:3 Niederlage gegen die Kölner Haie und Fribourg. Ja, jeder, der es geguckt hat, kann natürlich verstehen, es hat insgesamt 6 Drittel gedauert. Der alles entscheidende Treffer fiel und Fribourg, ja, die Träume sind quasi zerplatzt bei Fribourg-Gotteron. So möchte man heute Dritter werden und was für ein Abstaubertor. Das ist doch nicht normal, meine Damen und Herren. So ein Tor. Simon Gamaché zwirbelt einfach mal so ein bisschen von der Blauen. Dubé fälscht zwar ab, aber dadurch, dass der Schläger nicht dran war, gilt das Tor für Simon Gamaché. Und da hat Bura wohl nicht mit gerechnet. Aber dennoch, es steht 1:0 für Fribourg. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter für den SC Bern. Kamen hierher nach Fribourg und wollten eigentlich hier Druck machen und von Beginn an zeigen, dass sie hier heißer Kandidat auf Platz 3 sind. Und jetzt müssen sie erstmal durch so einen Schlappschuss die 0:1 oder das 0:1 hinnehmen. Und es hat nicht lange gedauert. Fribourg weiter nach vorne. Fehlpass jetzt. Plüschkin gerade. Der lange Pass, Schlugfehl, Aplanpamp, oder ich kann den Namen nicht, Aplanamp. Und jetzt hat ihn Bura dieses Mal, ist er vor dem Schweizer Kollegen und sichert die Scheibe. Hier sehen wir es nochmal. Der Schuss, relativ ungefährlich, direkt in die Fanghand vom Keeper des SC Bern. Uli gewinnt Bern. Jetzt geht vielleicht die Chance nach vorne über Dumont. Querpass kann kommen, kommt nicht direkt Schuss. Aber damit hat Christopher Huyer natürlich gerechnet. Und verhindert den Ausgleich des SC Bern. Ach, Fribourg vielleicht mit einem kleinen Vorteil. Sie spielen zu Hause. Und das kann den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen. Der Schuss kommt. Gar nicht so schlecht. Berger, Dumont nochmal und wieder Huyer und Heinz. SC Bern wird jetzt langsam wach. Ist aus der Kabine in diesem Spiel angekommen. Die erste Phase, ja, komplett verschlafen will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr zurückhaltend. Und die Chance nutzte Fribourg bereits zum frühen 1:0. Und jetzt zieht sich aber Fribourg teilweise zurück. Sie gehen noch nach vorne, tun das Nötigste, versuchen zu schießen. Aber der SC Bern, der übernimmt langsam hier das Ruder. Wollen natürlich den Ausgleich so früh wie möglich, um hier alle Chancen wieder zu wahren. Ricci, schneller Pass auf Dumont. Jobin. Aber Heinz geht dazwischen und die letzten 10 Sekunden bereits in diesem ersten Abschnitt. Hassani gibt da vielleicht noch eine Chance für die Fribourger. Aber er wartet mit dem Schuss zu lange und somit 1:0 heißt nach 20 Minuten für Fribourg. Der SC Bern kommt langsam in Fahrt. Wir dürfen gespannt sein, was im Mittelabschnitt so passiert. Bis gleich.
Oh, da sind wir wieder zurück. Ready für das zweite Drittel. Die Spieler sind ebenfalls schon bereit. Und wir warten, dass der Schiedsrichter den Puck freigibt. Dass wir loslegen können. Bulli gewinnen, Fribourg, Bierbaum. In die Mitte zu Dubé. Die wollen gleich loslegen. Gamaschi mit dem Schuss und ganz knapp am Tor vorbei. Hassani! Und was für ein Blitzstart! Der SC Bern, ich sag's noch, übernimmt langsam das Ruder in Abschnitt 1. Und Fribourg kommt mit einem Affenzahn aus der Kabine. Hat die Ansprache des Trainers wahrscheinlich gefruchtet. Wird das nicht gefallen haben, wie die dann am Ende des ersten Drittels aufgespielt haben. Und ratzfatz, eine Minute und 6 Sekunden. Und Fribourg führt mit 2:0. Es ist absolut unglaublich. Es ist der Wahnsinn, wie Fribourg hier aus der Kabine kommt und macht es dem SC Bern natürlich nicht leichter damit. 2 Tore müssen sie jetzt aufholen. Und der Schuss kommt, aber der ist erstmal zu arg geschaufelt und übers Tor. Gardner, Kinrade. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Gerber mit dem Schuss von der Blauen, aber zu viel Gewuse vom Tor. Und Plüsch. Goy. Jennen, sehr guter Scheibenlauf bei Fribourg. Die machen das sehr, sehr abgeklärt. Au, Dubé. Stückchen zu weit nach hinten. Passives Abseits. Plüsch. Kinrade wieder auf Plüsch. Und der SC Bern, er muss aktiver werden. Und es wäre psychologisch und auch aktuell wichtig, wenn man in Drittel 2 den Anschlusstreffer schafft. Querpass kommt! Gute Möglichkeit für die Gastgeber. Höhner, Fehlpass, gut dazwischen gegangen. Heinz. Oh, Rütemann schnappt sich die Scheibe. Hat jetzt eine gute Möglichkeit, aber je. Mit der Fanghand verhindert er weiterhin den Anschlusstreffer des SC Bern. Ja, und für Fribourg wäre es sicherlich ein versöhnlicher Abschluss dieser Champions Hockey League. Sie haben gegen die Adler Mannheim mehr als gekämpft. Das muss man ihnen zugestehen. Und jetzt hier mit 2:0 in Führung. Das ist sicherlich eine runde Sache. Bulli gewinnt Bern. Jobin probiert es direkt. Aber Dumont kommt zum Nachschuss. Und er war ebenfalls nicht schlecht. Und jetzt halt's nach vorne. Nummer 17, Moclair. Löffel. Und hier fliegen die Schüsse nur so durch die Gegend seitens Fribourg und auch der SC Bern. Die feuern aus allen Rohren. Jetzt ist der Schläger gebrochen. Spielgerät futsch. Dumont behalte die Scheibe. Dumont, da wartet er eine Sekunde zu lang. Und dann ist die Scheibe weg. 4 Minuten im Mittelabschnitt. Botta. Und am Tor vorbei. Deron holt sich die Scheibe. Schweizer Nationalspieler. Der Schuss kommt, aber je, da braucht er sich nicht mal strecken. Zu einfach machen sie es ihm aus Bern. Von der Senkhoff, Knöpfli. Das ist ein cooler Name, Knöpfli. Und die letzten 5 Sekunden in diesem Abschnitt. Fribourg baut seine Führung aus. Und ist damit auf dem besten Wege, hier die Bronzemedaille zu ergattern. Aber noch sind 20 Minuten zu spielen. Schafft es der SC Bern hier nochmal zurück. Das und alles andere erleben wir nach einer kurzen Pause im letzten Abschnitt. Noch, meine Damen und Herren. 20 Minuten entscheiden über Sieg oder Niederlage. Triumph oder Versagen. Das ist hier die Frage, die sich der SC Bern stellt. Fribourg auf gutem Kurs. Und Bern
die müssen jetzt alles öffnen. Alles nach vorne spielen, wenn sie hier noch den Sieg erringen möchten. Bura, kein Risiko. Hält die Scheibe erstmal fest. Je früher der Anschlusstreffer kommt, umso mehr Zeit bleibt ihnen für den Ausgleich. Das ist allen hier bewusst. Und diese Chance wollen sie sich sicher nicht entgehen lassen. Wir gewinnen Fribourg. Und der Schuss kommt. Und beinahe wäre das sogar das 3:0 gewesen. Und dann ist hier die Sache aus. So viel sei gesagt. Sollte hier das 3:0 fallen, dann bin ich mir sicher, Fribourg wird hier den dritten Platz nehmen. Sehr guter Schuss von Plusch. Und Bura, da hat er aufgepasst. Plusch, ne, da war Plüsch. Bei der einen Mannschaft Plüsch, bei der anderen Mannschaft Plusch. Rütemann. Angriff vom SC Bern. Aber auch hier Sean Heinz ist deutlich schneller. Vauclair. Möglichkeit für Fribourg. Pfosten! Und das wäre es gewesen. Diese Möglichkeit. Mann, denken sie sich bestimmt, wenn die drin gewesen wäre, dann wäre hier alles entschieden. Hier sehen wir es nochmal. Der Schuss an den Pfosten von Vauclair. Da kommt Bura nicht mehr ran. Und da gibt es natürlich Redebedarf auf der Bank. So knapp das 3:0 nicht gemacht. Shannon setzt sich gut durch. Der Schuss kommt. Bura kriegt die Scheibe nicht fest. Weiterhin Scheinbesitz. Ja, genau. Bern. Langer Puck auf Reichert. Aber auch hier im Angriff werden sie die Scheibe früh verlieren. Man sieht es immer wieder. Der Angriff schnell nach vorne, aber im Abschluss hapert es dann ein bisschen. Ngoi mit dem Schuss abgefälscht. Und erstmal aus der Gefahrenzone. Plusch, Plusch, da ist es! 3:0 für Fribourg. 9,5 Minuten vor Ende dieses Spiels. Und ich glaube, beide Teams wissen, das wird es hier wohl gewesen sein. Sehr schöner Antritt. Und dann macht das ins kurze Eck. Klasse Solo von Benjamin Plusch. Und Bura ohne Chance. Ab Planalp. So heißt er endlich. Jetzt weiß ich es. Durch den Assist Point. Ab Planalp. Was für ein Name und vor allem, was für ein Spiel. 3:0 führt Fribourg jetzt. Und in genau 8 Minuten ist hier Sense. Und der Platz 3, so viel ist sicher, geht an Fribourg-Gotteron im Jahre 2013. Auch wenn jetzt hier nochmal das Aufbäumen von Deruns kommt. Aber diese Möglichkeiten, sie führen einfach nicht zum Torerfolg. Und das ist das große Problem. Bulli gewinnt Fribourg. Die haben einfach von Beginn an zielstrebiger gespielt. Auch wenn der SC Bern Ende des ersten Abschnitts nochmal zurückkam. Es war deutlich zu wenig, deutlich unter ihren Möglichkeiten. Und somit wird Fribourg verdient. Dritter bei dieser Champions Hockey League. Strafe ebenfalls noch angezeigt gegen den SC Bern. Aber Fribourg spielt das hier sehr gekonnt. Geben den Puck nicht ab. Vauclair am Tor vorbei. Und Fribourg natürlich jetzt ohne Keeper. Aber jetzt wird die Strafe erstmal ausgesprochen gegen die Nummer 32 des SC Bern. Und von den letzten knapp 3 Minuten ist man 2 in Unterzahl. Rütemann selber muss gehen. Wegen Behinderung Ivo Rütemann. Und das endgültige Todesurteil für den SC Bern. 4-5 Unterzahl, 3 Tore Rückstand. Das ist unmöglich. So viel kann man, glaube ich, sagen. Das schafft kein Team mehr, diesen Stand noch einmal zu drehen. Und dementsprechend
kann man davon ausgehen, dass sich hier groß nichts mehr ändern wird, außer vielleicht ein Tor nochmal für Fribourg. Heinz hat natürlich jetzt alle Zeit der Welt die letzten zwei Minuten angebrochen. Plusch. Heinz mit dem Schuss, aber abgeblockt. Scheibe bleibt drin, gut aufgepasst. Dumont, jetzt die Möglichkeit. Aber spielt die Scheibe dennoch tief. Ich glaube, auch der SC Bern weiß, dass hier nichts mehr zu holen ist. Aber sie dürfen nicht traurig sein. Sie sind Platz 4 von 8 Teams, die hier um die Krone gekämpft haben. Und ich denke, man kann da durchaus stolz auf sie sein, dass man auf dem 4. Platz landet. Man hat es bis ins Halbfinale geschafft. Musste dort den Hut vor den Kölner Haien ziehen. Mit 3:0 und ebenfalls im Spiel um Platz 3 gegen Fribourg mit 0:3. So ist das nun mal im Eishockey. Aber ich denke, beim SC Bern kann man alles andere als enttäuscht sein. Und Fribourg, die dürfen feiern. Die dürfen sich freuen. Die haben hier was geschafft nach dem seltsamen Beginn in dieser Champions Hockey League. Mit der deutlichen Niederlage hat man sich zurückgekämpft. Und hat mit Herz gespielt, aggressiv gespielt und vor allem zielstrebig gespielt. Nicht lange rumgefackelt. Man hat Tore gemacht, Punkte gesammelt und letzten Endes in einem heißen Kampf gegen die Adler Mannheim ganz knapp gescheitert am Finaleinzug. Und man darf sich hier mit diesem Sieg über Platz 3 freuen. Gratulation an Fribourg-Gotteron. Und ich habe schon angesprochen, auch Gratulation an den SC Bern. Man darf hier nicht traurig sein. Es könnte durchaus schlimmer sein. Ich verabschiede mich von hier. War mir immer wieder eine Freude, für euch zu kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann das Finale. Kölner Haie gegen die Adler Mannheim. Bis bald.